Alter, was geht ab, Leute, Junge? Heute gibt's beste Falafel Münchens. Aber davor erstmal offensichtlich Haare schneiden. So, wir sehen wieder fresh aus. Checken erstmal den alten, unseren Lieblings-Falafel in München ab. Beste Falafel in München, wird uns hier gesagt. Ja, aber wir testen. Ich will nichts Falsches sagen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob er damals 5,0 hatte. Aber jetzt hat er 4,7 und der hat uns damals überzeugt. Das schaut gut aus. Den ziehen wir uns jetzt erstmal rein und dann vergleichen wir den mit deiner neuen Empfehlung. Ihr habt gegönnt, Leute. War ein bisschen laute Musik, deswegen setzen wir uns hier mal zu McDonald's. Das ist mal der Baklava-Test, oder? Also früher hatten wir keinen Baklava. Tschüss. Massives Teil, oder Leute? Also früher hat das 7 Euro gekostet. Jetzt kostet es 9. Inflation kickt rein. Er hat für 4 Euro, ich glaube normal, dann gibt es groß für 5 Euro und es gibt XXL für 6 Euro. Okay? Ich habe eine Bewertung gelesen, dass es nicht mehr so krass ist wie früher, aber... Ich habe Falafel-Halloumi bestellt. Falafel ist gut. Die hatten ja auch immer so richtig geil belegtes Gemüse, eingelegtes Gemüse. Das ist gepickelt, also mit, das heißt, so in Säure eingelegtes Gemüse, das gibt echt Geschmack. Ja, natürlich nicht alles aufessen. Der alleine macht mich schon fertig. Da kann ich ja den anderen gar nicht mehr essen. Auch viel Falafel drin, also an Falafel wurde nicht gespart. Ist lecker. Aber früher hat er echt einen umgehauen, also. Vielleicht kommt das jetzt noch mit dem eingelegten Gemüse. Mhm. Das schmeckt ein bisschen fad, um ehrlich zu sein. Irgendwie fühlt er so eine geile Soße oder so. Schöne Soßen. Ein bisschen Schärfe. Aber Qualität ist gut, der Wrap ist gut. Falafel ist gut, Gemüse ist fresh, eingelegtes Gemüse ist geil. Also ein Schuss Power würde fehlt halt. Ich habe immer noch Hunger, deswegen ziehen wir uns gleich den zweiten rein. Aber es war sehr fad. Kennt ihr diese Dönerläden, die einen auf fancy machen wollen und zum Beispiel Granatapfelsirup drauf tun? Das hatten wir beim letzten Mal, wo ich diese Falafel gegessen habe, glaube ich. Also vielleicht ein bisschen Zitrone, Granatapfelsirup, auch vielleicht ein paar Erdnüsse oder so für den Crunch, für das Salzige oder ein bisschen mehr Soße. Also da war echt, nicht dass es trocken war, weil das, da war viel Gemüse und so. Aber da fehlt einfach irgendwas, was da raussticht. Das war echt eine Masse an freshen Gemüse, wenn man es so erklären kann. Irgendwie fehlt da noch so ein Kontrast. Aber lecker. Lecker, aber ich hatte den krass in Erinnerung, tatsächlich. Diese scharfe Soße, ist die nur eine scharfe Soße? Das ist eine Chili-Paste mit verschiedenen Gewürzen. Von dem höre ich in letzter Zeit immer mehr. Ich dachte mir die ganze Zeit, der hat keine Chance gegen meinen Boy, Sam's Falafel. Aber ich muss sagen, Sam's Falafel ist sehr krass abgestürzt. Ich hatte den 9,5 eingestuft. Der ist auf eine 7 runtergefallen. Genau so lang würde ich sagen, oder? Hat 99 gekostet, also 90 Cent mehr. Das sah gut aus. Ich weiß, dass beim letzten gefehlt hat. Hummus!
ist auf jeden Fall viel geiler mit dem Hummus. Jetzt hier so Gewürze noch. Mhm. Eingelegte Gurken. Hier mal. Der Hummus gibt dem Ganzen den Saft erstmal. Saft und Geschmack. So, nochmal aufgewärmt die Reste. So sehen die im Vergleich nochmal aus. Seht ihr das? Schön eingesogen mit Soße. Der hier ist immer noch schön weiß, clean. Der ist echt ein bisschen geschmackslos, Mann. Das ist der erste Sam's Falafel, der alte Favorit. Und das ist Sesam Falafel. Ich muss sagen, ich habe von dem aber nicht so viel gegessen. Also der war auf jeden Fall kleiner. Digga, das fehlt auf jeden Fall. Bisschen Kick. Bisschen Schärfe. Ich habe irgendwie im Internet mitbekommen, in Amerika gibt es Knappheit von Sriracha. Fazit, Sam's Falafel, 7 von 10. Sesam Falafel, auf jeden Fall besser als Sam's Falafel jetzt und 8 von 10. Es sieht ein wenig anders aus. Ich habe das alte Video rausgesucht, wo Tati und ich bei dem Falafelladen waren. Ich weiß, die macht Faxen und ab und zu sind die Einstellungen anders und so. Ich habe mal reingeschaut und ein bisschen was umgestellt. Auf jeden Fall waren es coole Zeiten mit Tati. Digga, sieht es besser aus? Das Food-Tester-Duo, das waren echt gute Zeiten. Ich wünschte, da hätte ich schon Reels gemacht. Ein Zuschauer hat gefragt, wie sieht's aus mit Krypto? Erzähle ich davon auch nochmal wieder mehr? Ja. Solange Krypto ein Teil von meinem Leben ist und ich denke mal für den Rest meines Lebens ist es ein Teil meines Lebens. Ich weiß nicht, ob das so besser ist, aber momentan ist ja sehr ruhig. Wir sind so aufgestellt, wie wir aufgestellt sind und warten einfach nur, bis sich der Markt verbessert, bis die Preise wieder steigen. Bis dahin gibt's halt nichts zu berichten. Aushageln ist halt momentan angesagt. Ich habe hier und da ein paar Projekte, die ich im Bärenmarkt aufgebaut habe, also nicht aufgebaut, mit eingestiegen bin. Aber solange die noch nicht wirklich Ergebnisse gezeigt haben und die zeigen sich wahrscheinlich erst im Bullenmarkt, will ich eigentlich auch nicht darüber berichten. Ich sag's halt so, ja, es reicht halt natürlich noch zum Leben. Nicht so viel Luxus, beziehungsweise gar kein Luxus. Wir nennen es den Insi-Modus. Nur das Notwendigste. Mehr zu Krypto, wenn es halt wieder abgeht und man darüber berichten kann. Das war's von mir, Leute. Immer liken, subscribe, kommentieren. Ich bin mir immer noch unsicher über diese neuen Einstellungen. Folgt mir auf Instagram, investiert in Bitcoin, DeFi und Crow. Crypto Cashflow generieren, serious business und ciao.